St. Ulrich, Südtirol. Dolomiten. Eines der Lieblingsgebirge einer Mountainbike-Gruppe aus dem oberpfälzischen Amberg in Bayern. Wie jedes Jahr nehmen sich die Mitglieder der Gruppe einige Tage Zeit, um solche Gebirge mit dem Fahrrad zu fahren. Eine Woche, um die Natur zu genießen und sich selbst herauszufordern. Amberg in der Oberpfalz. Hier fing alles an. Seit fast 20 Jahren sind die Oberpfalz-Biker im Umland von Amberg aktiv. Alle Mitglieder teilen die gleiche Leidenschaft: Mountainbike fahren. Aber wo kommt diese Leidenschaft her? Wieso und wie ist das Abenteuer namens Mountainbiking zustande gekommen? Ich will draußen sein, ich will in kein Fitnessstudio gehen oder sonstiges. Ich sowohl in der Gruppe fahren kann, das was wir jetzt hier machen, was einfach riesen Spaß macht, aber ich kann auch alleine fahren. Und das ist ein Sport, den man noch bis ins höhere Alter in irgendeiner Form ausüben kann. Mountainbiken, weil unsere Freunde fahren ja auch alle Mountainbike und deswegen fahren wir auch Mountainbike. Außerdem ist es schön, man kommt voran und insbesondere man ist viel in der Natur. Die Inspiration, in die Berge Mountain zu biken, hat mich so gereizt an der ganzen Sache. Man kann es alleine machen, man kann es in der Gruppe machen, man kann es extrem machen, man kann es aber nur als beiläufigen Sport machen. Es ist ein Sport, der mir einfach gefällt, weil man macht halt trotzdem viel Ausdauer und man macht viel Technik. Es macht Spaß, auch bergab zu fahren und Trails zu fahren und auch technisch schwierige Sachen zu fahren. Man macht da relativ schnell Fortschritte und man hält sich fit und fühlt sich auch vom allgemein, vom Wohlbefinden her besser. Was halt einfach Spaß macht, durch den Wald zu fahren und man kann halt einfach die Umgebung besser kennenlernen. Das ist schon mal der Hauptgrund, warum wir aufs Mountainbiken gekommen sind. Manche waren mit ihrer Leidenschaft sogar der Zeit voraus. Wir haben uns früher schon Räder zusammengeschweißt mit Hochlenker und mit Breitreifen und so. Und das war einfach unser Ding. Wir haben uns Engellenker hochgebogen und einfach immer schon waren wir da sehr produktiv auf dem Gebiet. Das gab es ja so im 1972 im Bereich vom Fahrrad nicht. Das hat sich halt ganzes Leben durchgezogen. All diese Gründe sind wichtig und nachvollziehbar. Jedoch gibt es einen, der nicht weniger wichtig ist als alle anderen. Man kann hinterher im Biergarten fahren. Bevor das Oberpfalz-Biking gegründet wurde, eigentlich da die Homepage und alles, gab es uns als Gruppe schon. Es ist nicht so, dass man sagt, heute konstituierende Sitzung. Und das war Anfang der 90er. War, glaube ich, sogar im Jahr 90. Das war so, da bin ich auch meistens mit 5, 6 Leuten gefahren. Jetzt waren wir zwar damals noch richtig jung und eigentlich noch richtig gut im Saft, aber das, was wir damals gefahren sind, so eine klassische Runde, das waren in der Regel 25 Kilometer und ich sag mal, 300 Höhenmeter. Das war für uns so die typische Runde. Immer verbunden mit entweder Sonntagvormittag mit einem Frühschoppen im Fuchstor oder einfach mal auf einen Kirmer fahren. Also das war jetzt bei Weitem nicht so, so mal professionell, wie wir das jetzt hier betreiben. Auf einem anderen Level. Dann sind immer mehr Leute dazugekommen. In dem Maße, wie die einen dazugekommen sind, sind andere rausgefallen. Wir haben uns immer
so ein bisschen mehr gesteigert, was die Anforderungen betrifft. Und das war für manche ernsthaft nicht machbar. Das war so 2002, da haben wir dann das erste Mal so in die Berge gefahren und in einer größeren Gruppe. Und dann hast du gemerkt, da waren die Leistungsunterschiede extrem. Damit haben sie jetzt Splittergruppen eigentlich irgendwo etabliert. Ihr fahrt jetzt regelmäßig eher, sondern gibt es halt die sporadischen wie mich. Ich fahre gern bei Events mit. So hast du immer so am Rande nur ein paar so Kandidaten, die dann ab und zu mal mit dazustoßen. Und viele sind halt verloren gegangen. Was war und ist der Anreiz, solche Langzeittouren zu veranstalten und daran teilzunehmen? Zu dem Zeitpunkt ist der richtige Hype vor ein paar Jahren kurz vorher angegangen. Es war ein ganz besonderes Erlebnis. Es war noch was Neues. Es war am Markt noch gar nicht so vielfältig da. Es war noch nicht die Gewohnheit vielleicht, wie es jetzt ist. Wenn jetzt eine Gruppe zum Beispiel sagt, sie fahren in Alpenbus über die Alpen, dann wird zwar noch, ja, toll, schön, aber mehr auch nicht. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt, da warst du schon ein Hero, wenn du gesagt hast, da bist du dann über die Alpen drüber. Mensch, Wahnsinn, kann man das überhaupt machen? Und es waren halt noch nicht die Anfänge, aber das war kurz nach den Anfängen. Man sieht wieder eine neue Gegend, wo man halt vorher noch nicht war und wie die Leute dann auch so in der Gegend sind und so. Und es sind immer wieder neue Sachen dabei. Es sind eigentlich die Berge, die mich antreiben, die Aussicht und gemeinsame Erlebnisse, die wir dann mitteilen. Natürlich auch die Trails, gutes Essen, dafür ist der Südtirol auch bekannt. Tolle Berge, die Dolomiten sind für mich schönste Gebirge der Welt. Ich habe auch Mountainbike gehabt, aber bin ich Mountainbike gefahren. Dann bin ich 2011 das erste Mal mit denen gefahren. Ich war fix und alle. Ich habe am Anfang nicht einmal eine Trinkflasche dabei gehabt. Im gleichen Jahr bin ich damit drüber und das war Katastrophe. 3 Grad, Regen. Ich wollte abbrechen. Du warst fix und alle, ist klar. Ist man bei jeder Alpentour. Aber man ist froh, wenn man da irgendwo angekommen ist. Und seitdem, ja, ist es wie ein Virus und dann ist man einfach dabei. Grundsätzlich, es war einfach die Neugierde, mich selber auszutesten. Natürlich auch die landschaftlichen Highlights, das Erlebnis in der Gruppe. Und dieses ganze Paket, das ist halt einfach die Lust, was zu erleben. Weil sich halt einfach über einen längeren Zeitraum halt ein bisschen auspowern kannst. Nicht bloß jetzt 2 Stunden, weil wir halt daheim immer fahren, sondern da vertrittst halt einmal, wo sich 1,5 Stunden halt über den Berg einfach oder 2 Stunden über den Berg halt einfach bloß aufhält. Und du bist halt einfach den ganzen Tag unterwegs. Was klasse Abfahrten, lange Abfahrten teilweise. Und es ist halt immer ein schönes Gefühl, wenn du dann am Berg dran bist und sagst, das habe ich jetzt geschafft. Obwohl du unterm Affe-Radeln flogst wie die Sau. Sagt, warum mache ich so einen Schmarrn? Und wenn du dann dran bist, ist einfach das alles vergessen und sagst, jawohl, ich habe das jetzt geschafft. Das ist klasse. Ich finde, dass die Gruppe einen sehr guten Zusammenhalt hat. Ich finde auch, dass die ganzen Leute, die jetzt mitfahren in der Gruppe, sau gut drauf sind. Alle miteinander super auskommen auch. Man sagt einmal irgendwann mal ein blödes Wort, aber das ist gleich wieder vergessen nach dem nächsten Bierchen. Ne? Also ich finde, dass wir sehr eine homogene Gruppe sind. Auch in der Leistung, sage ich mal. Ne? Es gibt ein paar, die was schneller sind, ein bisschen Anführungszeichen. Aber trotzdem, es wird gewartet, es wird auf jeden Rücksicht genommen. Ich glaube, auch einer für den anderen da ist, wenn irgendwas fällt oder wenn irgendwo eine Schwierigkeiten hat. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Der Zusammenhalt ist sehr gut. Und wenn jetzt irgendwie auf einer Tour irgendwelche Pannen oder was, dann wird halt auch zusammengeholfen, dass es dann wieder weitergeht und so weiter. Und insgesamt muss ich sagen, die ganze Gruppe passt sehr gut zusammen. Und das ist für mich auch ein Grund, warum dass ich da immer noch dabei bin. Es ist einfach nur ein nettes Miteinander und keiner wird irgendwo gedrängt, dass er schneller bergauf oder bergab fährt oder sonst was. Es ist einfach nur ein Spaß. Hey! Ist ja eine gewisse Kameradschaft, weil das alles mit verbindet, sage ich einmal. Und alles kann, nichts muss. Du kannst mal kommen, du kannst mal wegbleiben. Bei uns ist es einfach bloß just for fun. Radl fahren, danach kurz zusammenhocken. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das sind nicht nur Radfreunde, es sind Freunde, mit denen man auch mal ein Bier trinken gehen kann und sonst was, eine Weihnachtsfeier machen kann, wo auch mal die Frauen und sonst was dabei sind.
Und das ist echt schön. Ist es einfach so, egal welche Herkunft, egal welcher Bildungsstand, hier hat man ein gemeinsames Interesse. Und bei diesem gemeinsamen Interesse ist es egal, in welche Richtung der eine ausschlägt, aber da kommt man dann wieder zusammen. Und das ist das eigentlich, was auch diese Gruppe mit ausmacht. Wir sind auch unterschiedlichen Alters. Wir haben mehrere 60-Jährige dabei, aber das Alter spielt ja keine Rolle. Und Mountainbiker an sich selber mit der Gruppe, der Spaß zusammen, auch einmal ein bisschen Ehrgeiz, wenn man mal einen Berg hoch pfeift und macht auch mal Spaß, klar, logisch. Downhill oder im Uphill, da hat jeder was dazu gewonnen. Also jeder hat in jedem Fall profitiert vom einen und vom anderen und das ist für mich wichtig. Man kann immer mal hinkommen. Das Schöne ist ja, wenn ich keine Zeit habe, komme ich nicht hin. Habe ich Zeit, komme ich hin. Bist du da, ist es gut. Bist du nicht da, ist es aber auch gut. Also es ist jetzt nicht irgendwie dieser Gruppenzwang. Ich bin ja sehr selten dabei. Also eigentlich gehört nur zu den Events. Aber du weißt, nach einem halben Jahr der Truppe wieder triffst, machst du es dann mit, dann ist es so, als wärst du nie weg gewesen. Für mich ist die Gruppe eigentlich so das Antreibende, wenn ich solche Events mitmache. Du kennst die Leute und du fühlst dich, so, wenn du die triffst, fühlst du dich wohl. Und es ist so, als wärst du jeden Tag eigentlich mit denen zusammen, das ist schön. Im Sommer ist das so, meine Gruppe, auch wenn ich nicht immer dabei bin, aber ich zähle mich zu den Oberpfalz-Bikern. Ja, doch. Mit Herz und Seele. In der Gruppe ist die Leidenschaft, Mountainbike zu fahren, groß. Daher sollte es keine Überraschung sein, dass die Antworten auf die Frage, wie lange willst du es noch machen, ziemlich ähnlich ausfallen. Ja, solange es geht. Also ganz klar, ich spare natürlich auf ein E-Bike, ist ja logisch, aber ich will es mir nicht erfüllen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Solange es geht, möchte ich da konventionell das so machen. Und ja, das wird mir so taugen. Also ich denke, dass ich da schon noch ein paar Jährchen habe. Wie gesagt, man hat das auch in die letzten Jahre gesehen. Da ist mal einer neuer dazugekommen, ein anderer ist mal gegangen oder auch dann zu der Edi-Truppe, zu den E-Biker etc. Die Touren werden sich vielleicht auch wieder ändern. Augenblicklich machen wir ja bloß solche in der festen Quartier, ein Alpencross. Vielleicht kommt einmal wieder Alpenüberquerung. Das mag auch sein. Aber wie gesagt, das wird sich ändern und so wie es kommt, so ist es in Ordnung. Die Frage bei uns wird sein, wie sich die Gruppe selber weiterentwickelt. Die nächsten 5-6 Jahre wird die Schere weiter auseinandergehen, das ist ganz klar. Wenn wir Richtung 70 gehen, kannst du ziemlich sicher sein, dass du vieles von dem, was wir jetzt heute noch gefahren sind, dann nicht mehr fährst. Dann werden die Jüngeren wie ihr dann vielleicht ein paar eigene Sachen machen müssen. Aber ich hoffe trotzdem, dass man immer noch gemeinsame Events hinbringt. Wo halt jeder ein bisschen auf den anderen Rücksicht nimmt und es könnte funktionieren. Ja, ich würde schon noch ein paar Jahre gehen, denke ich mal, solange es halt geht, solange es halt nur Spaß macht. Solange es Spaß macht. Solange es Spaß macht, solange man nicht allzu sehr blank macht. Und es gibt ja einen, wie nenne ich es, bis sich der Erste aus der Gruppe ein E-Bike kauft. Also. Dann müssen wir schauen, wie das dann weitergeht. Dann müssen wir schauen, wie das weitergeht. Aber solange es halt gut tut und geht und funktioniert, sehe ich da bei den dienstagabendlichen, bei den wöchentlichen Meetings, samstäglichen Meetings und auch mit dem, neben dem Sport, den Treffen oder Weihnachtsfeier zum Beispiel. So. Das Gesellschaftliche. Das wird halt einfach, ja, das wird halt einfach so. Ich wünsche mir das zumindest, dass das weiterhin so bleibt, weil das einfach Spaß macht. Genau. Solange ich es kann. Also, solange ich gesundheitlich das nur machen kann, ja, doch. Weil mir gefällt das auch, das Mountainbiken allgemein, und mir gefällt auch das mit den Leuten zusammen sein. E-Bike habe ich immer ausgeschlossen, habe immer gesagt, das sind die faulen Schwänzler. Aber ich muss sagen, mittlerweile bin ich so, wenn es nicht anders geht, warum nicht? Ganz einfach. Aber ich, solange ich es noch kann, möchte ich ohne E-Bike machen oder fahren, besser gesagt. Aber wenn es ihr Jungen da alle fährt und ich komme immer nach, dann muss ich mal schauen. Es kommt, wie es kommen soll. Und dahinter, ja, blöd. Ja,
Ja, da geht es ja nur schlimmer. Stimmt, da putzt der Fuß weiter. Schlimmer war es, wenn du Dosen herum. Also, auf die nächste. Drückt schon mal auf die Ohren. Danke, wunderbar. Auf die nächste.